Caroline Sophie Reinertz ist wohl so etwas, was man durchaus als Allround-Talent bezeichnen kann. Die gebürtige Osnabrückerin war auf der Kunstakademie, studiert Psychologie, hat schon als Kind mehrere Instrumente gespielt und macht vor allem als Singer-Songwriterin von sich reden. Heute lebt sie in Berlin. Über einen Elefanten in ihrer Heimatstadt hat sie trotzdem einen Song geschrieben. Wenn mein Elefant tanzt, beschreibt den Charakter des Elefanten Luca im Osnabrücker Zoo. Er ist sensibel, kann aber auch anders. Der Song zeigt dabei Gemeinsamkeiten zum Menschen. Beide machen auch mal etwas kaputt. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Osnabrücker Land und Leute. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Das ist Caroline Sophie Reinertz. Obwohl sie Caroline den Namen gar nicht so gerne hat, hat sie mir schon gesagt. Und dein Künstlername ist ja auch einfach Luca. Genau. Warum Luca? Schlicht und einfach. Luca gefällt mir. Und ich mag das... dass es auch nicht so ganz klar ist, was ist das, Jungname, Mädchenname. Ah, okay. Das ist für mich so ein bisschen, ja, auch Freiheit, so zu leben, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ein bisschen die Konventionen hinterfragen und ein bisschen Neugier. Das ist ja schon ganz bei deiner künstlerischen Arbeit vielleicht. Und deine Freunde, nennen die dich auch mittlerweile nicht mehr Sophie, sondern, oder Luca? Die nennen mich Luca. Luca, ja. Genau. Ja. Okay. Luca, machst du denn auch mal gerne etwas kaputt? Ja. Wann? Und auch Fehler. Okay. Wer viel macht, macht viel Fehler, sagt man ja immer. Ja. Ja, also ich glaube, das, es gibt da schon so eine Kraft in jedem Menschen, glaube ich. Und bei mir ist das ganz besonders viel. Und manchmal dann geht es auch rund und dann, naja, dann passiert auch ordentlich viel Blödsinn. Wir haben dich eingeladen, weil wir natürlich auf diesen wunderbaren Song aufmerksam geworden sind, Wenn mein Elefant tanzt. Ja. Und da beschreibst du dann ein bisschen den Charakter auch von einem Elefanten. Und das ist auch tatsächlich ein Elefant im Osnabrücker Zoo. Der heißt auch Luca, nur mit K. Wie kam das zu diesem Song? Es gab einen Zeitungsartikel in der NOZ und der wurde mir von einem guten Freund zugeschickt. Hier, guck mal, der Elefant heißt auch Luca. Und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen auseinanderzusetzen, weil... dieser Elefant, der hat ja auch sich schon gewehrt. Als er jung war, wurde er schlecht behandelt. Und dann habe ich so überlegt, ja, eigentlich finde ich das gar nicht, ohne das irgendwie runterspielen zu wollen, finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man sich auch wehrt und sagt so, nee, so gefällt mir das nicht, wenn man ungerecht behandelt wird. Du sagst, der hat sich mal gewehrt. Also der soll ja zwei Tierpfleger getötet haben. Ja, das ist aber nicht, bewiesen. Aha, okay. Und ich weiß auch nicht genau, was da auch mit ihm veranstaltet wurde. Und Elefanten sind ja... so eine schöne Symbiose aus Kraft und Sensibilität. Ja. Also beschreibst du auch so ein bisschen ein Stück weit auch deinen eigenen Charakter? Ja, auf jeden Fall. Also auch einfach diese, das hat auch viel, also der Song soll auch, hat damit zu tun, dass man immer so eine Lebensfreude sich bewahrt. Also auch so sagt, so ich habe jetzt was kaputt gemacht, was falsch gemacht, aber eigentlich kann ich auch darüber schmunzeln oder laut lachen und sagen, hey, das ist ja interessant, was mir hier passiert ist, weil... sonst wäre das Leben langweilig. Ne? Aber ich verstehe das, ich hoffe, das ist richtig, auch so ein bisschen so, dass wenn man mich in die Enge drängt oder wenn man mich verbiegen will, dann weiß ich mich auch zu wehren. Genau, und das hat wieder bei mir auch mit diesem Freiheitsding zu tun, ne? Was ja immer Thema ist. Ich glaube, die Zuschauer sind schon ganz neugierig auf diesen Song, weil der Song hat auch einen sehr witzigen Musikclip, den du fabriziert hast in Berlin, glaube ich. Genau. Wir schauen einfach mal rein. Ich bin ein sanfter Riese, doch auch ein kolossaler Killer. Da tobt ein Elefant in mir, ein wunderbares Trampeltier. Ich hab das Herz voll mit Liebe, doch ich bad auch gern im Dreck. Also nimm besser deine Hände weg von mir. Denn wenn mein Elefant tanzt, wenn mein Elefant tanzt, dann geht auch manchmal was kaputt. Wenn mein Elefant tanzt, wenn mein Elefant tanzt, dann geht auch manchmal was zu Bruch. Dann geht auch manchmal was zu Bruch. Ja, witziges Video, Luca. Stimmt das eigentlich, dass du dieses Elefantenkostüm dann auch tatsächlich selbst geschneidert hast? Ja, ich kann es auch selbst noch nicht ganz glauben. Ein riesen ballengrauer Stoff. Okay, und wer steckt da drin? Zwei Freundinnen von mir. Sehr, sehr robuste Mädchen, weil das ist nicht, nicht ganz einfach, da drin zu atmen. Ja. Das ist wunderbar. Ich glaube, dass das auch sehr gut bei Kindern ankommt, oder? Ja, das ist auch
genau. Also das ist sowieso bei meiner Musik, das gefällt jung und alt irgendwie. Und habt ihr das in deiner Wohnung gedreht? Man sah dich gerade am Küchentisch, am Frühstückstisch. Genau, meine Wohnung. Dein Bett, deine Wohnung. Ja. Solche Einblicke bekommt man. Und da macht der Elefant alles kaputt. Wie war denn der Dreh und wie hast du den überhaupt realisieren können? Ich meine, du bist ja jetzt noch nicht so groß im Geschäft und ich glaube, so ein professioneller Clip, der kostet ja auch Geld. Ja. Wie setzt man das um? Also man braucht gute Freunde und wir unterstützen uns gegenseitig in Berlin. Natürlich muss man gucken mit der Technik, das ist immer alles auch ein Kostenaufwand, aber wenn dann erstmal die Idee da ist und die Motivation, dann ziehen alle an einem Strang. Und es hat dir, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Es war super. Oder? Also das war für mich so eine tolle Erfahrung, weil ich bin ja auch im Herzen noch ein Kind geblieben. Ja. Und alleine dieses Gefühl, dass sowas wahr wird. Also es war für mich wirklich so, da ist jetzt mein Stofftier ist jetzt lebendig geworden und alle nehmen das völlig ernst, was ich mir da überlegt habe. Und das war, als wenn Träume wahr werden, so ganz klasse. Du hast das mal, ich habe dich ja kennenlernen können bei so einem privaten Gig, sage ich mal. Da hast du das so beschrieben, dass du ganz überrascht warst, dass jetzt tatsächlich die ganzen Profis mit ihren Kameras gekommen sind und diese vollkommen splinige Idee von dir mit diesem Elefanten bei dir zu Hause umsetzen. Ja, ich habe mich totgelacht. Ja. Das sieht man auch im Video, glaube ich, dass ich meinen Spaß hatte. Und du warst blond. Ja. Hast du die Haare extra passend zum Video gefärbt? Nee, passend zum Sommer eigentlich. Passend zum Sommer, ja. Du bist sehr vielseitig unterwegs. Ja. Auch musikalisch natürlich. Du singst auch auf Englisch und auf Deutsch. Wir werden auch ganz zum Schluss, so viel darf man schon verraten, auch wieder einen deutschen Song von dir hören. Auch wieder was, oder was eher melancholisches, wenn man so will. Aber du schreibst ja auch alles selbst. Ja. Also deine Songs schreibst du lieber auf Deutsch oder auf Englisch? Oder wie ist es, das in diesen zwei Welten sich zu bewegen? Ist es irgendwie schwieriger, auf Deutsch zu schreiben oder umgekehrt? Es ist einfach anders. Also ich habe auf Englisch angefangen, weil ich auch sehr gerne Englisch spreche und mich da sehr wohlfühle in der Sprache. Und dann gab es aber irgendwann einen Moment, wo ich gemerkt habe, so, boah, jetzt habe ich irgendwie was zu sagen, das will ich direkt, das muss direkter sein. Also Deutsch ist irgendwie für mich ein direkterer Zugang, weil die Leute auch automatisch mehr zuhören. Und dann hat sich das so entwickelt, dass es so vom Gefühl ist einfach. Manches singe ich auf Englisch und manches auf Deutsch, so wie ich manche Sachen zeichne ich lieber oder male oder ich schreibe Lieder. Also es hat, jedes Gefühl hat seine Ausdrucksweise. Ja. Einer deiner ersten Ohrwürmer, wenn man vielleicht so sagen will, ist aber auch Break Free gewesen. Da gab es dann auch ein Video zu. Wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Zunächst machen wir eine kurze Werbeunterbrechung, liebe Zuschauer. Bis gleich. Lassen Sie sich verführen. Das Cup & Cups in Osnabrück bietet Ihnen als anspruchsvollen Kunden Außergewöhnliches. Hier können Sie Shopping genussvoll ausklingen lassen. Hier trifft Café-Restaurant auf Lingerie-Boutique. In der Café-Lounge oder im mediterranen Café-Garten lassen Sie es sich einfach gut gehen. Hier können Sie auch die Metallkunst des Osnabrücker Metall- und Aktionskünstlers Jonathan entdecken. Der ideale Rahmen für Veranstaltungen und Events. Cup & Cups verwöhnt Sie immer. Ich vertraue auf die Heilkraft der Natur. Deshalb nehme ich Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Osnabrücker Land und Leute. Mein Gast im Studio immer noch Caroline Sophie Reinhardt, besser bekannt als Singer-Songwriterin mit dem Namen Luca. Luca, vielleicht haben schon viele Osnabrücker mitbekommen, du hast einen Song gemacht über einen Elefanten im Osnabrücker Zoo. Und wir haben uns gerade den Clip angeschaut. Genauso machst du aber auch englischsprachige Musik, da wollen wir gleich auch nochmal reinschauen. Und die neue Osnabrücker Zeitung, die hat 2011 mal einen Artikel über dich gebracht und da hat die getitelt, eine Osnabrückerin auf dem Weg zum Popstar. Würdest du das unterstreichen? Weiß ich nicht so genau. Also mal gucken, was auf mich zukommt. Mhm. Ne? Aber ich fühle mich nicht wie ein Popstar. Ich fühle mich eher wie eine Musikerin, die Spaß hat an Musik. Ja. Musik und Kunst ist dein Leben und das willst du auch ehrgeizig weiter fortführen. Ne? Es geht nicht ohne. Ja. Du bist ja auf der Kunstakademie in Münster gewesen. Du studierst jetzt per Fernstudium Psychologie. Ja. Du hast mir erzählt, du hast auch mal eine Galerie gehabt in Berlin. Mhm. Und dann hast du gemerkt, nee, ich brauche mehr Zeit für meine Musik. Mhm. Also bist du noch unentschlossen oder soll es jetzt wirklich mehr in Richtung Musik gehen? Es soll in Richtung Musik gehen, aber ich bin sehr neugierig. Ich brauche immer viele verschiedene Sachen, damit mir nicht langweilig wird. Und mich interessieren Menschen und Gefühle. Also dann, das verbindet so alles. Kunst, Musik und Psychologie ist für mich eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Wie entsteht deine Musik? Wie fängst du an, einen Song zu schreiben? Setzt du dich hin und sagst, so, jetzt muss mal wieder irgendwie was geschrieben werden? Meistens merke ich das gar nicht. Meistens ist es so, plötzlich ist es da, dann sind auch plötzlich Aufnahmen da und ich sitze dann da und frage mich, wann hast du das eigentlich gemacht? Ja. Also, wann war das denn? Und es ist so, dass manche Dinge müssen einfach raus. Also muss dann irgendwie gesagt werden und so passiert es dann. Also die Musik kommt mehr zu mir, als dass ich mich hinsetze und sie schreibe. So. Ja. Und Break Free, wie ist der Song entstanden? Das ist eigentlich ein ganz ein sehr alter Song. Den gibt es schon ganz lange. So dieses Thema, ich will hier raus. Und da gab es auch sehr viele verschiedene Versionen. Ja, auch so, wie das halt so ist. Ne? Man hat ein Gefühl und dann setzt man sich hin und singt es in die Welt. Ja. Und da gibt es auch so ein Part, wo du dann so eine Glitzerbrille aufhast. Also der ist sehr facettenreich auch dieser Song, ne? Ja. Kommt das tatsächlich alles von dir oder arbeitet man da mit Kollegen zusammen? Nee, viel kommt von mir. Also der Philipp Eichholz hat da Regie geführt bei dem Video, aber man inspiriert sich gegenseitig und ich habe immer Spaß an so kleinen witzigen Sachen. Wir wollen auch da reinschauen, Break Free aus deinem ersten Debütalbum. Wir schauen mal rein. Stop, pretend to be my friend. I never said you were. Please stop talking, 'cause you have nothing to say. I don't even care. I don't even look into your eyes. I don't even listen. I won't answer you tonight. Shake the fate, come on and break the day. Mistakes are fading in the big escape. I don't believe in what you and me supposed to be. Shut up, please, 'cause I just wanna break free. I wanna break free. Ja, auch das, also ein toller Clip, auch total professionell wieder umgesetzt. Arbeitest du jetzt schon am nächsten Video? Ich arbeite an der nächsten CD. Mhm. Also gerade sind wir so mitten beim Aufnehmen und ich würde am liebsten zu fast jedem Song ein Video drehen, weil ich so viele Ideen habe. Aber vielleicht erlebt man dich auch nochmal irgendwann als Schauspielerin. Also du bist ja wirklich anscheinend allround unterwegs. Ja, das war dein Debütalbum und du hast erst eine Platte gemacht, I Don't Think So, mit dem Song Break Free. Wird es denn den Elefantensong auch irgendwann dann auf CD geben? Das ist noch nicht ganz klar. Also erstmal steht das Projekt so für sich. Das war jetzt auch eine Kooperation ein bisschen mit dem Zoo. Und mal gucken, was passiert, ob es passt, ob es nicht passt. Aber man kann sich den auch im Internet überall runterladen. Genau, man kann also sich wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, der kann sich das jeden Morgen anhören zum Frühstück. Und tanzen. Das tust du nämlich auch ab und zu, ne? Ja, morgens tanzen macht gute Laune. Wunderbar. Du hast dich ja auch früh schon mit Musik beschäftigt, ne? Mhm. Viele Instrumente gelernt. Mhm. Mit 5 Jahren schon Geige oder Violine und Klavier und Saxophon. wer hat dich da angetrieben? Also, du kommst wahrscheinlich aus einem Künstlerhaushalt, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, schon ein bisschen. Also meine Mutter war da sehr
sehr hinterher, dass wir viel lernen. Also es ging los mit musikalischer Früherziehung, Rhythmik, dann halt mit 5 Geige, viel klassische Musik, also viel Orchester. Aber auch mit Druck dahinter hier, lernen wir das, ist gut für dich? So, dass es genau richtig ist, so dass man es weitermacht. Ne? Kinder sind ja manchmal auch ein bisschen faul. Und dann kam halt irgendwann so, dann wollte ich ausprobieren und dann habe ich mit 14 habe ich dann gemerkt, boah, eigentlich will ich singen. Also ich habe, glaube ich, schon mit 7 oder 8 gesagt und da hatte ich schon so, ich gesagt, ich will Sängerin werden, so wie Britney Spears. Ja, und ganz früh auch schon deine Songs geschrieben. Genau, mit 14 habe ich dann richtig angefangen. Ich glaube, mit 11 habe ich meinen ersten Song geschrieben auf so einem alten Keyboard. Ja. Konnte man so drücken und dann kam direkt der ganze Akkord. Das war total super. Und dann mit 14 ging es dann so los mit über Liebeskummer schreiben, über also diese ganze Gefühlswelt, die dann so einen in der Pubertät begleitet. Super. Beschäftigst du dich sonst irgendwie noch mit anderen Dingen fern der Kunst? Hast du irgendwie ein anderes Hobby noch oder bleibt dafür überhaupt keine Zeit? Naja, ich habe ja nur Hobbys eigentlich. Ach so, okay. Also alles, was ich mache, macht mir Spaß. Ja. Und ja, natürlich. Also gut, wir kommen nämlich jetzt zu unserem Veranstaltungstipp. Da geht es um romantisches Schwimmen. Gehst du gern schwimmen? Manchmal, ja. Ja, zum Ausgleich oder so? Ja, Ausdauersport gegen Stress hilft gut. Okay, dann warst du vielleicht auch schon mal in Moskau baden. Du bist ja ab und zu hier und besuchst deine Eltern. Aber vielleicht hast du noch nichts vom Candlelight-Schwimmen gehört. Und dazu kommen wir jetzt in unserem Tipp des Tages. Der Tipp des Tages wird Ihnen präsentiert von Toaster, das Veranstaltungsmagazin für Stadt und Land Osnabrück. Candlelight-Dinner kennt jeder, aber Candlelight-Schwimmen? Das gibt es im Osnabrücker Moskaubad. Noch bis zum April gehen hier jeden Freitag um 19 Uhr die Lichter aus. Bei Kerzenschein und ruhiger Musik kann man dann seine Bahnen ziehen und den Alltag hinter sich lassen. Bis 21.30 Uhr können die Badegäste in angenehmer Wohlfühlatmosphäre die Seele baumeln lassen. Außerdem steht den Badegästen auch das beheizte Außenbecken offen. Das Candlelight-Schwimmen im Moskaubad wird immer in den Wintermonaten von Zeitumstellung zu Zeitumstellung angeboten. Der Eintritt für Erwachsene kostet 4 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.moskaubad.de. So, gleich ist es soweit. Wir werden auch live performt einen Song von dir hören. Der Tiefseetaucher, aber vorab noch, du hast uns auch ein Ding des Tages mitgebracht. Das ist dein Album Don't Think So. Da haben wir ja gerade auch den Ausschnitt gehört und gesehen. Break Free hast du auch signiert. Ja. Danke dafür. Alle Zuschauer können gleich ein Foto auf unserer OS1TV Facebook-Seite kommentieren. Und der witzigste, kreativste Kommentar zu diesem Foto gewinnt diese CD. Außerdem hast du Jutebeutel mitgebracht, die du natürlich auch selbst gestaltest. Ja, so sehen die aus. Das packen wir noch oben drauf. So, jetzt kommen wir aber zu deinem Song, den du uns spielen möchtest. Tiefseetaucher, auch sehr melancholisch. Und ich glaube, du bist oft melancholisch unterwegs. Ne? Ja, genau. Weil es immer um Dinge geht, die mich beschäftigen und das sind ja auch nicht immer nur positive Gefühle. Mhm. Und es ist ein bisschen, die Musik ist für mich so ein Ventil. Da fließt alles raus und dann kann ich sonst fröhlich sein. Und wie ist dieser Song entstanden? Der Tiefseetaucher. Es ist ein Lied, es geht darum, dass man sich manchmal anders fühlt als andere und vielleicht auch ein bisschen alleine und so der Wunsch, jemanden zu finden, dem das vielleicht auch so geht. Mhm. Ja. Sehr schön. Den Rest hören wir uns gleich an. Liebe Zuschauer, das war Osnabrücker Land und Leute für heute. Schalten Sie morgen wieder ein. Ich freue mich auf Sie. Und nun Luca mit dem Tiefseetaucher. Hallo. Hallo Tiefseetaucher, kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Ist in deinem U-Boot vielleicht noch ein bisschen Platz für mich? Ich würde die ganzen Fische auch so gern mal sehen. Hallo, hallo Tiefseetaucher, ich bin hier oben. Kannst
kannst du mich sehen? Hier ganz oben, allein in meinem Raumschiff, fliege ich durch die Sterne, erkunde die Galaxie. Und wenn du willst, hier ist bestimmt noch ein bisschen Platz für dich. Ich nehm dich mit auf eine kleine Reise. Tiefseetaucher, fühlst du dich auch manchmal so anders als die anderen? Wir zwei, gemeinsam einsam, und nur die Fische und die Sterne können uns verstehen.